Der fünfte Uniball am 9. November stand ganz unter dem Motto Erasmus und bot einen Mix aus internationalen Gerichten und einer kosmopolitischen Atmosphäre. Das Erasmus-Programm ist für uns ganz entscheidend, denn da haben Studierende von der ganzen EU die Möglichkeit, bei uns mit finanzieller Unterstützung von der EU zu studieren, zu wohnen und dementsprechend sich austauschen mit Gleichgesinnten. Wir sind eigentlich die Universität im ganzen EU-Raum, die am meisten Erasmus-Studierende im Vergleich zur Studentenzahl hat. Und aus dem Grund haben wir uns gedacht, möchten wir da so ein bisschen abbilden nach innen und außen und haben den Ball und das Motto Erasmus gemacht. Es ist also in dem Sinn eine Referenz an unsere Erasmus-Studierenden aus ganz Europa. Das Erasmus-Programm feiert das 25-jährige Bestehen, das Jubiläum. Und total ist es natürlich ein super Anlass, um das zu zelebrieren, das 25-jährige Bestehen. Auch die Uni Liechtenstein hat einen wichtigen Part in dem Erasmus-Programm. So sind schon unzählige Studenten, aber auch Dozenten ins europäische Ausland gegangen. Wir haben verschiedene Aspekte heute Abend. Zum einen haben wir Menükarten, Speiskarten mit verschiedenen Spezialitäten, verschiedenen Regionen. So haben wir Chorizo, wir haben Ajvar von Kroatien, also wirklich durch Palette. Wir haben eine musikalische Gruppe, die Hotel Palindrone. Die machen so verschiedene Stilrichtungen, folklorische von verschiedenen Ländern eigentlich. Dann beim Debütantentanz haben wir Erasmus-Studenten, aber auch Buddies, also ihnen seine Betreuung da, und die führen den ganzen Tanz auf eigentlich. Es ist natürlich wunderbar, auch mal neben allen fachlichen Anlässen und neben Diplomfeiern und Fachvorträgen auch mal so einen gesellschaftlichen Anlass, wo man unsere Studentinnen und Studenten, Kolleginnen und Kollegen auch mal mit Oberkleidern und mit Schlips sieht und auf die Art auf gesellschaftlicher Ebene mal sich näher kennenlernen kann. Ich möchte hier gute Zeit verbringen mit meinen Kollegen, Professoren auch, um sie ein bisschen besser kennenzulernen. Natürlich für Tanzen, ja, das ist es. Also ich bin jetzt nicht der geborene Tänzer. Sehr gerne tanze ich Foxtrot und auch Jive.